Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir sind nach wie vor in Rifthorn und versuchen hier alle möglichen Quests zu finden. Und es gibt hier ordentlich zu reden und zu lesen und alles mögliche. Brief an Klexius. Verehrter Klexius, es ist so, wie ihr es befürchtet hattet. Die Neuigkeiten hier in Rifthorn sind auf mehrererlei Weise beunruhigend. Ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben mit dem Studium der Goblins. Und obwohl sich die Gebräuche von Stamm zu Stamm, jetzt hab ich's, unterscheiden, galt stets eines als sicher. Sie unterstehen ihren Schamanen. Wenn man diese entfernt, wird der gesamte Stamm friedfertig. Darüber hinaus haben wir diese Methode auch schon in der Praxis erlebt. Das bekannteste Beispiel dürfte der Drei-Väter-Stamm nahe Puma sein. Und dennoch nehmen die Gerüchte über Goblin-Aktivitäten der Nähe der Grenze kein Ende. Am beunruhigendsten ist die Nachricht, dass der blaue Gott persönlich sie anführt. Könnte es sich dabei vielleicht um Malakka in irgendeiner Gestalt handeln? Wie dem auch sei. Als irgendein dätrisches Wesen seinen Weg in diese Welt gefunden hat, gibt dies Anlass zur Besorgnis. Ich werde am Morgen zu Kroms Pass aufbrechen, um die Sache zu untersuchen. Hochachtungsvoll, Avanessa Kaladius. So, es scheint ihr nehmen zu dürfen. Ich habe vorhin letztens versehentlich was geklaut. So, kitzeln wir das Schloss mal eine Runde. Hier ist niemand, aber gibt auch nichts, was hier spannend aussieht. Kein Hinweis. Hm. Aber wir könnten hier die Bilanzen fälschen, deswegen. Okay. So, wenn wir einmal rumgehen. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Könnt ihr euch irgendwie überreden, ein Auge zuzudrücken? Na schön, aber nehmt euch in Acht. Nächstes Mal bin ich vielleicht nicht mehr so nachsichtig. Es war ein Gold wert, Kumpel, und ich hab's versehentlich gemacht. Chill. Hört zu. Ich habe doch bereits gesagt, dass Schadre mir nichts schuldet. Also lasst mich endlich in Ruhe. Ich hab dich gerade angesprochen. Chill. Ist das dann auch Diebstahl? Ja. Lassen wir lieber. Hört man eigentlich hier unten dauernd jemand husten? Also nicht nur hier, in anderen Gebäuden hat ja auch jemand unten husten gehört. Dringt das von oben durch? Okay, da haben wir jetzt hier den Bienenrülpser fertig. So. Genau, von da kamen wir, wenn ich mich nicht täusche. Schwer alles mal sich zu merken. Schwarzdumbrauerei, Moment, das ist mir einmal im Kreis gelatscht. Versenkter Hammer. Das ist die andere Seite der Schwarzturmbrauerei. Wartet! Ich kenne euch doch. Oder? Verfender Pfifferling, genau. Da geht's nach Himmelsrand, okay. Hier ist der Marktplatz. Oh, nur Deko. Okay. So, hier will ich jetzt dann doch mal lieber warten. Was meint ihr, so um 8 oder 9? Mal gucken, wann der aufmacht. So. Bitte, ich halte es hier nicht. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Also gut. Also, Junge, wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Ich bin bereit, fangen wir an. Ach ja, das war ja mit den Ablenken und so, okay. Gut, wartet bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. So, stehlen mal dieses. Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an. Das müsst ihr hören. Nur wo ist mal dieses? Ring. Klar, Moment. Wir sollten erstmal alles Mögliche erstmal anpinnen. Ne, geneigte Schuppen nicht, die ist verbuggt, die Quest. Meine Güte, haben wir zu tun. Ah, die gehören zusammen, deswegen macht er alle aktiv. Mhm. So. Lasst mich in Ruhe, Brynjolf. Was gibt es denn diesmal? Geduld, Branschei.
speichern. Jetzt die Frage, der Ring. Nicht schnell speichern. Ich will richtig speichern. Der Ring, der in der Hosentasche. Gucken darf man, glaube ich. Madesis Markt, okay, also irgendwo. Das habt ihr auch über die Irrlicht-Essen. Dann müssen wir uns jetzt mal die Quest noch genauer angucken. Blup. Wo ist es? Irgendwo dann ganz oben. Stiehl Madesis Ring. Bin ich noch trifft anscheinend mal vor. Gesagt. Wo ist Madesis Ring? War es dann doch nur zerstoßene, mit Wasser vermischte Nirmwurz. Das war nur ein Missverständnis, aber dieser hier ist der echte Gegenstand. Meine Damen und Herren, Falmer Blutelixier. Kommt schon. Meister. Das kann aber ja dauern. Das wird wahrscheinlich auch nicht mal Desis Stand sein, aber wir gucken mal. Wenn wir schon bei der Gelegenheit sind, dass der alle ablenkt. Ich denke mal ins Schneeelfen. Krelka Schatulle, naja. Nehmen wir das jetzt mit. Mystische Wesen. Jahrelang hat sie niemand zu Gesicht bekommen. Meine Quellen müssen. Zack. Einmal nur ganz kurz gedrückt. Zack, weg war's. Okay. Das Schloss ist schwer. Gott sei Dank haben wir hoffenweise die Tische. Nee, auch nicht. Ja, komm, irgendwann. Irgendwann kriegen wir's. Wir müssen nur wenigstens mal ungefähr Richtung finden. Damit wir hier ein bisschen Erfolgschance haben. Jetzt wird's aber langsam echt kritisch. Ernsthaft? Jetzt fühlst du an, als wenn wir alle groben Richtung. Ah, fast in der Mitte. Trickreich, da versucht man es normalerweise nicht. Okay. Wie ist es denn, wenn ich es einfach so mache? Nein, genau die Mitte oben. Nicht ganz, okay. Machen wir ein Stück nach rechts. Mal gucken. Das sieht gut aus. Im Schutz geheim bleiben, aber ich kann versprechen, dass... Madesis Schatulle, nochmal verschlossen, geil. So, platziere Madesis Ring. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ich weiß, und wir sollen die Tasche von ihr anstecken. Ja, witzig. Bei wem? Ein Schluck von diesem Elixier und eure Wünsche gehen in Erfüllung. Reichtum, ewiges Leben oder vielleicht sogar unbegrenzte Macht. Wie viel kostet es? Hm? Soll ich euch vielleicht auch noch an die Hand nehmen? Ja. Ihr müsst zu Madesis Stand schleichen und mit eurem Dietrich den Tresor öffnen. Wenn ihr dann den Ring habt, führt ihr bei Brandschei einen etwas anderen Taschendiebstahl durch. Brandschei. Ihr lasst etwas zurück. Madesi, Krelka. Magische Beschwörungen an. Brandschei. Diese Irrlichtessenz hat nicht geholfen, aber vielleicht... So, wird es bei sonstiges sein? Oder Bekleidung? Ja, da. So. Nicht ausrüsten. Hä? So. Hilft das ja? Denk nicht mal im Traum daran. Oh,
Hab doch nichts gemacht. Durch einige edle Waren aus. Noch irgendwer von euch was? Da. Beste Essen im ganz Himmelsrand. Immer absolut frisch. Etwas frisches Fleisch gefällig, um euch den Magen zu füllen. Wie haltet ihr das Essen so frisch? Ich habe mir einen Trick von einem Metzger in Elinir abgeschaut, einer Kleinstadt jenseits der Grenze in Hammerfell. Er hat mir gezeigt, wie man Eisgeistzähne mahlt, um sie zum Konservieren einzusetzen. So bleibt alles kalt und frisch, allerdings nur für begrenzte Zeit. Ich bin ständig auf der Suche nach neuen Vorräten. Wenn ihr also 5 davon finden solltet, würde ich sie euch gerne abkaufen. Na gut. Danke. Ich hatte schon Angst, keine mehr zu bekommen. Habt ihr eine Ahnung, wo ich ein paar Eisgeister finden kann? An eurer Stelle wäre ich vorsichtig. Man sagt, die Nord jagen sie als Teil eines Initiationsritus und sind nicht immer siegreich. Der letzte Reisende, von dem ich welche bekam, hatte sie an einem Ort namens Aufstieg des Alten gefunden. Aber Vorsicht, Gerüchten zufolge gibt es dort Drachen. Erzählt mir etwas über die Diebesgilde. Sie leben wie dreckige Tiere unter den Straßen im Rattenweg. Und glaubt mir, sie sind nicht besser als das Ungeziefer, das dort herumkriecht. Sie machen es anständigen Leuten schwer, ihr Auskommen zu haben, wobei hier auch nicht viele anständige Leute leben. Was ist der Rattenweg? Das ist in Rifton der Name für die Abwasserkanäle unter unseren Füßen. Absolut widerlich. Wenn euer Geldbeutel gefüllt und euer Kopf auf euren Schultern bleiben soll, würde ich mich von diesen schrecklichen Tunneln fernhalten. Gut. Ich habe wohl die richtige Person für den Auftrag gewählt. Hier bitte, eure Bezahlung, wie versprochen. Wenn man bedenkt, wie es hier in letzter Zeit läuft, ist es schön, dass unser Plan ohne Probleme über die Bühne gegangen ist. Was ist da los? Meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech, aber so läuft es wohl einfach. Aber egal, ihr habt den Auftrag gut erledigt. Und was noch besser ist, es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr bereit dafür seid. Na klar. In Ordnung, dann sehen wir mal, ob das stimmt. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifton, in einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Wenn ihr es heil dorthin schafft, werden wir sehen, ob ihr es wirklich drauf habt. Du machst mir keine Angst. So, dich hatte ich glaube schon versucht. Ihr seid neu in der Stadt, was? Dich kenne ich. Dich kenne ich. Grüße, geschätzter Kunde. Dich kenne ich. Darf ich euch mal da war am Haar. Aus. Wir wissen, dass ihr ihn habt. Oh. Seid gegrüßt. Was soll ich haben? Wie kann ich euch Wovon in aller Welt sprecht ihr? Stellt euch nicht blöder, als ihr seid. Ich sag dir, Taschen ausleeren. Und zwar sofort. Jetzt sehen wir, was passiert. Ich sage euch, dass ich... Warte mal. Was ist das für ein Ring? Das ist nicht meiner. Stimmt. Das gehört euch nicht. Ihr seid verhaftet, Branschei. Das ist schon verrückt. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe diesen Ring in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Wir können die Sache auf 2 Weisen erledigen. Ihr begleitet mich aufrecht zur Festung oder ich schleife euren leblosen Körper dorthin. Eure Wahl. Aber ich... Nun gut. Wow, krass. Ist nicht einfach nur so, ja, ist erledigt, passt schon. Sie sehen's, cool. So. Nee, noch nicht. War das hier der Schmied? Irgendwie, ich wollte zum Schmied, weiß ich nicht, das war auch das hat eine Wache oder ein Schmied? Wollt wohl sehen, wie Balimond wahre Wunder mit dem Stahl vollbringt, ha? Ihr scheint ziemlich stolz auf eure Arbeit zu sein. Das Schmieden liegt mir seit Generationen im Blut. Den Erfolg verdanke ich meinen Vorfahren und ihrem Wissen über das Feuer. Das Geheimnis ist meine Schmiede. Sie funktioniert mit Feuersalzen. Seltsame Mineralien, die so heiß brennen wie die Lava des Roten Bergs. Beeindruckend. Das war sie einmal. Leider steht die Schmiede vor dem Erlöschen und ich habe keine Feuersalze mehr. Wenn ich nicht bald etwas nachlege, erstirbt das Feuer. Ihr braucht alle geiles Zeug, ne? Okay, ja komm, wir machen alles. Wirklich? Danke. 10 Prisen Feuersalz dürften ausreichen, um die Schmiede wieder neu zu entfachen. Ich möchte, ja komm,
Scheiß drauf. Falls Tommy herkommt. Diese Entscheidung werdet ihr sicher nicht bereuen. Ja, hier, nimm. Danke. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Brauchst du nicht? Ich kann mir vorstellen, dass euch die aktuellen Ereignisse auf Trab halten. Die Leute sagen, dass ich Gold mit dem Leid anderer Menschen verdiene. Aber was sollte ich sonst tun? Schmieden ist alles, was ich kann. Wenn das nächste Mal eins meiner Schilde einen Todesstoß ablenkt, werden sie einen anderen Ton anschlagen. Wo finde ich Feuersalze? Feuersalz müsstet ihr im Körper von Feueratronachen finden. Das sind gefährliche Wesen, die von Zauberern beschworen werden können. Es wäre natürlich einfacher, einen Alchemisten zu fragen. Sie verkaufen sie manchmal. Das ist richtig, aber... Denkt daran, es müssen echte Feuersalze sein. Die Schmiede erkennt den Unterschied. Die Schmiede erkennt den Unterschied? Das sind eine falsche Feuersalze. Okay. Kennt ihr? Ich lebe im Waisenhaus hier in Rifthorn. Darf ich das Ding nehmen? Balimund, ich war sehr beeindruckt von der Qualität eurer Arbeit und ich hoffe, dass ihr weiterhin so gute Arbeit leistet. Ich habe allen der Feste einschließlich der Wache Bescheid gesagt, dass alle Reparaturen und Ersuchen um neue Waffen an euch geschickt werden sollen. Auch Jarl Layla wurde darüber in Kenntnis gesetzt und sie lässt euch ihren aufrichtigen Dank für eure Beiträge zur Verteidigung der Stadt ausrichten. Denkt aber daran, dass ich mich für euch mit der Nennung meines Namens weit aus dem Fenster gelehnt habe. Also, lasst mich nicht im Stich, indem eure Qualitätsstandards senkt, Harald. Dann mich dort als Säugling abgegeben hätten, weil sie mich nicht wollten. Okay, erstmal bleiben auf der Etage. Also, ob was gibt. Auch ganz schön verwinkelt. Ja. Nichts Neues, nichts Spannendes. Raus mit uns. So. Die Unterstadt will ich noch vermeiden zu gehen. Ist wahrscheinlich der Palast des Jarl, dann nehmen wir den aber mit. Jetzt wohl Unterstadt? Führt das zur Unterstadt? Genau, das ist der andere wieder. Da gibt es auch noch die Unterstadt, der Rattenweg. Das lassen wir aber erstmal. Waisenhaus Ehrenhall, okay. Wer sich seinen Pflichten entzieht, bekommt eine extra Tracht Prügel. Oh, sehr schön. Und noch eins. Ich will nichts mehr über Adoptionen hören. Keiner von euch Gören wird adoptiert werden. Weder jetzt noch später. Keiner braucht euch und keiner will euch haben. Darum, meine Lieblinge, seid ihr hier. Und darum werdet ihr... Nein. Ich wollte nicht rausgehen. Ich wusste, dass es hier so viele Ein- und Ausgänge gibt. Gibt's anscheinend noch nicht. Ich wollte eigentlich hören, wie sie die Kleinen zusammenscheißt ohne Grund und mich dann rächen. Ja, okay. Wartet, bleibt hier. Ich habe wirklich Angst vor... Ich hasse es hier. Greolt die Gütige ist die fieseste Person in ganz Himmelsrand. Erzählt mir etwas über Greolt die Gütige. Ich hasse sie. Jeder hasst sie. Sie ist die fieseste Person, die ich kenne. Manchmal sperrt sie uns sogar ein, in das Zimmer. Konstanze versucht, sie aufzuhalten und sie ist auch wirklich gut zu uns. Aber es reicht nie. Mhm. Bitte, mein Herr, ihr müsst mich hier rausholen. Seit Aventus ausgerissen ist, ist Greolt gemeiner als jemals zuvor. Erzählt mir etwas. Einen von uns schon. Umbringen. Erzählt mir etwas über Greolt die Gütige. Ich habe keine Angst vor der alten Schabracke. Trotzdem wäre es schöner, wenn Konstanze das Sagen hätte. Sie behandelt uns echt gut. Konstanze gibt mir ab und zu eine Kleinigkeit zu essen. Das ist auch gut so, weil wir nur eine Mahlzeit am Tag bekommen. Und dann auch noch spät am Nachmittag. Ich bin ein Junge und ich werde größer. Ich brauche so viel zu essen wie möglich. Ja, wir machen die fertig. Schade, dass das Waisenhaus... Wollt ihr euch ein Kind holen, dann habt ihr Pech. Greolt wird es nicht zulassen, dass einer von uns adoptiert wird. Wenn sie zum Arbeiten oder Schlafen auf ihr Zimmer geht, mache ich mich aus dem Staub. Jeden Tag zur Mittagszeit verschwinde ich auf die Straße. Von irgendwas muss man ja leben, nicht wahr? Krass. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich holen wir... Frau Greolt ist... Naja, sie ist eine schreckliche alte Krähe. So grausam kann man doch gar nicht sein.
Ich glaube, dass sie zur Hälfte ein Hexenrabe ist. Sie lässt uns nur einmal am Tag in den Garten, am Morgen. Und dann steht sie einfach nur da und beobachtet uns. Wie schon gesagt, ein Hexenrabe. Wow, okay. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht hat er aber auch ihre Gründe. Mal gucken. Konstanz. Ihr solltet wirklich nicht hier drin sein. Was? Ist Grelot immer so? Ja, leider. Selbst die Leute in der Stadt nennen sie schon Grelot die Gütige. Ihre bloße Existenz ist sowas wie ein Dauerwitz geworden. Grelot führt das Waisenhaus, weil sie alt und festgefahren in ihren Gewohnheiten ist und kein anderes Leben kennt. Diese Kinder brauchen Liebe und Trost. Ich bemühe mich. Aber es tut mir leid, ihr solltet gehen. Die Kinder Nein. sind nicht zur Adoption vorgesehen und es ist grausam, ihnen Hoffnung zu machen. Außerdem mag Grelot keine Besucher. Die mag da eh nichts. Könnt ihr also eure Kinder adoptieren? Tut mir leid, nein. Grelot ist hier die Heimleiterin und sie hat entschieden, dass gerade keine Adoptionen möglich sind. Ich wünschte, es wäre anders. Diese Kinder verdienen alle ein besseres Zuhause. Aber ich kann nichts machen. Du vielleicht nicht. Schade, dass das Waisenhaus uns Kinder nicht zur Adoption freigibt. Ich wäre der beste Sohn aller Zeiten. Das ist das Strafzimmer. Die werden hier eingesperrt anscheinend ab und an. Krass. Hey, du gütige Frau, wo bist du denn? Oh, so schlecht geht's ja wohl nicht. Wo bist du? Ich wurde nach dem Bullen eines Löwen benannt. Hey, Grelot. Was wollt ihr? Ihr habt hier nichts zu suchen. Halt die Klappe. Ihr habt genug von meiner Zeit in Anspruch genommen. Nun geht. Oh, die dürfen töten im Namen der Bruderschaft? Cool. Mal sehen, was für eine Schweige, was sie macht. Was gafft ihr so, ihr wertloses Stück Gossendreck? Ich muss wohl die Türen wieder abschließen. Glaubt ihr, ihr könnt mich einschüchtern? In meinem eigenen Wald? Ihr jagt mir keine Angst ein. Ich werde sie nicht vor allen Leuten töten. Boah, ich hatte so gehofft, wenn ich schweige, kommt was Cooles. Naja. Gibt's ansonsten noch was? Nee. Kinder, geht doch mal wohin spielen. Grelot wird es nicht gefallen, wenn ein Fremder hier rumhängt. Nicht, dass mich das groß interessieren würde. Ihr jagt mir keine Angst ein. Ich weiß nicht. Die lag da schon. Als Aventus gegangen ist, als er darüber geredet hat, Grelot zu töten, ich hätte nie gedacht, dass er das ernst meint. Ich kann es gar nicht glauben. Grelot ist tot. Man tötet eine Person und löst damit so viele Probleme. Man fragt sich, was alles möglich wäre. Wow. Ein bisschen gruselig, aber Reaktion. Besiegen. Ich will doch gar nicht bekämpfen. Du hast außerdem gar nichts gesehen. Ja gut, du könntest konklusionstechnisch drauf kommen, dass ich zwar gebe ich dir recht. Aber gesehen hast du es nicht. Und Beweis hast du auch keiner. Wartet. Ich kenne euch doch. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Ach Quatsch. Na schön, aber nehmt euch in Acht. Nächstes Mal bin ich vielleicht nicht mehr so nachsichtig. Hier ist immer noch diese eine kleine gestohlene Notiz, von der ich dachte, dass ich sie gar nicht stehle. Seid echt nachtragend. Beim Reich des Vergessens, was wollt ihr? Neven, wisst ihr, dass es eine Verschwörung gibt, Frost zu stehlen? Ihr braucht gar nicht weiter zu reden. Sibi und Louis Letrouche? Nun, Sibi ist im Kerker und Letrouche kann es gerne versuchen.
Gegen meine Leute wird er nicht ankommen. Oh, eigentlich will Letrusch. Oh, das will ich aber eigentlich nicht. Ich glaube, wir sind... Ich habe keine Gut. Zeit für sinnlose... Euer Name besitzt einen Rift und großes Gewicht. Natürlich. In dieser Stadt geschieht nichts ohne meine Zustimmung. Der Jarl hat ein offenes Ohr für mich. Und die Wächter habe ich in der Tasche. Macht mir jemand Ärger, besuche ich die Diebesgilde. Macht mich jemand zornig, gehe ich zur dunklen Bruderschaft. Daran solltet ihr beim nächsten Mal denken, bevor ihr eine so dumme Bemerkung macht. Mein Gott, hast du eine große Fresse. Aus dem Weg. Oh ja. Vorerst. Wartet. Ich kenne euch doch. Nein, tust du nicht. Das Gefängnis, aber müssen wir auch rein. Was treibt ihr denn hier unten? Schon Ordnung, ich darf hier sein. Oh, mein Fehler. Tut mir leid. Ihr dürft passieren. Gut, dass wir einen schönen Skill haben. Ist die Gefangenentruhe okay? Ach so, das ist nicht nur das Gefängnis, das ist sozusagen auch. Oh, ich darf nicht öffnen. Du wirst irgendwann wichtig, oder? Hier dürfte ich rein. Wahrscheinlich ist es meine eigene Zelle. Also, wenn ich mich einknasten lasse. Sippy Black! Seid ihr gekommen, um mich anzustarren, oder soll das ein Höflichkeitsbesuch sein? Warum seid ihr im Gefängnis? Hör zu, wir haben alle unsere Fehler und meiner besteht darin, dass Frauen nicht genug von mir bekommen können. Also hatte ich eine kleine Affäre, während ich mit einem wunderschönen Mädchen namens Vidi verlobt war. Nun, sie findet es heraus und erzählt es ihrem Bruder Wulfur und der greift mich prompt mit einem Messer an. Ich meine, da musste ich mich doch schließlich verteidigen. Ihr wurdet also wegen des Mordes an ihm verhaftet? Genau. Und nun muss ich 8 Monate lang diese Stäbe anstarren. Ist das zu fassen? Da wollte ich dieses Weibstück in die reichste Familie von Rifthorn einheiraten lassen und das ist nun der Dank. Ich würde alles dafür tun, mir den Kopf dieser Hure auf einem Tablett servieren zu lassen. Ich muss nur noch wissen, wo sie ist. Ja, komm, wir machen es, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Das ist die richtige Einstellung. Findet sie und ich verspreche euch, es soll euer Schaden nicht sein. Habt ihr Informationen über sie, Vid? Nee, Svidi heißt sie. Sie war eine junge Frau. Drall, mit fließenden langen Haaren. Sie hat mir die schönsten Lieder vorgesungen, als wir einander den Hof gemacht haben. Ich habe noch nie eine so schöne Stimme gehört. All dieses Talent wird vergeudet sein, wenn ich mit ihr fertig bin. Boah, ist das ein Arschloch. Entschuldigung. Ihr müsst noch 8 Monate für Mutter absitzen? Mutter wollte mir eine Lektion erteilen, weil ich die schmutzige Wäsche der Familie in aller Öffentlichkeit gewaschen habe. Ich meine, ich habe mich früher für sie um viele Leute gekümmert. Was im Reich des Vergessens hat sie denn von mir erwartet? Naja, wenigstens brauche ich hier nicht auf den Komfort von zu Hause zu verzichten. Nun, außer natürlich auf die Berührung einer Frau. Erzählt mir etwas über eure Familie. Wenn ihr von den Schwarzdorn sprecht, sollte euch nur eins in den Sinn kommen. Mit uns legt man sich nicht an. Wenn ihr uns helft, werdet ihr reich. Wenn ihr uns in die Quere kommt, seid ihr bald nur noch eine Erinnerung. Reicht euch das an Informationen? Louis Letrusch hat mich geschickt. Ach, und lasst mich raten, er will sein Pferd. Nun, da gibt es ein kleines Problem. Seht ihr, mir gehört Frost nämlich eigentlich gar nicht. Das Pferd, das ihr bereits an Letrusch verkauft habt, gehört euch gar nicht? Das ist richtig. Wisst ihr, zuerst gehörte Frost zum Gut Schwarzdorn. Technisch gesehen gehört alles auf diesem Gut meiner Mutter, Maven. Ich hatte vor, das Pferd von unserem Haus zu Letrusch bei den Ställen zu bringen. Wie ihr seht, lief das nicht ganz nach Plan. Aber ich will Letrusch nicht betrügen. Ich sage euch etwas. Wenn ihr das Pferd stehlt und abliefert, dann könnt ihr die 2/2 der Bezahlung behalten.
Wisst ihr, ich wette, Maven wird mir noch mehr über diese Information bezahlen. Ja, sicher, übervorteilt nur den Kerl im Gefängnis. Na schön, ich kann euch das Geschäft noch ein wenig versüßen. Hier habe ich natürlich nichts, aber im Haus habe ich ein Versteck. Und ich konnte den Schlüssel für mich behalten. Nehmt ihn. Okay. Na, wenn das nicht mein kleiner Problemlöser ist. Na da. Wenn Maven euch schon ins Gefängnis geworfen hat, warum wolltet ihr dann ihr Pferd stehlen? Ich stehle gar nichts. Außerdem wird mich ein bisschen Zeit im Gefängnis bestimmt nicht handzahm machen. Okay, ich würde sagen, dann machen wir für heute... Drehe ich ihr den Hals um. Ja, ja. Also, ich würde sagen, dann machen wir für heute Schluss. Machen nächstes Mal weiter. Wir werden dann wohl doch noch eine vierte Partie benötigen, um einen Rifthorn wirklich als Druck zu haben. Ist viel größer, als ich dachte, muss ich gestehen. Aber das kriegen wir auch hin und danach dürfen wir wahrscheinlich ordentlich was abschnetzeln. Bis dahin sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Macht's gut und ja, mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss.